Hallo zusammen, herzlich willkommen in diesem Video. Ich befinde mich heute bei der Steinernen Wehr. Wer meinem Kanal schon länger folgt, weiß, dass ich schon öfters hier war, aber zumeist im Winter. Heute ist im Endeffekt schon der Frühling eingezogen, aber es ist ein verregneter Tag. Und welche Motive ich hier im Mai finde, das sehen wir uns in Kürze an. Wenn dich das interessiert, dann bleib bitte dran. Viel Spaß! Was ich so interessant empfinde, ist, dass es eigentlich hier gar nicht frühlingsmäßig ausschaut, sondern eher herbstlich. Mir gefällt es aber sehr gut hier vom Baum, dass diese Früchte hier abgefallen sind und eine bräunliche Farbe haben. Im Endeffekt Pastellfarben, manche stehen ja auf Pastellfarben, ich auch. Und hier gibt es einen Baumstamm, wo diese Baumreste erhoben sind. Ein schöner Kontrast. Und hier hinten kleine Wasserfälle. Und ich werde jetzt versuchen, mehrere Fotos zu machen, um hier dieses Szenario etwas weitwinkliger und dann etwas näher zu betrachten. Und schauen wir mal, was draus wird. Ich habe jetzt erst schon eine Aufnahme gemacht mit dem Polfilter. Obwohl das Wetter eher dunkel ist, komme ich doch ohne ND-Filter nicht aus. Es gefällt mir doch besser, wenn das Wasser einigermaßen glatt gezeichnet ist. Und so werde ich auch einen ND64-Filter jetzt verwenden. Ja, zu Beginn will ich gleich einmal hier diesen Ausschnitt hier wählen, wo ich hier diesen Baumstamm habe und hinten der Wasserfall, hier der Ast, der hier hereinhängt. Und das werde ich jetzt so bewerkstelligen. Ich werde eine Blende 14 verwenden. Ich werde etwa auf minus 1 die Belichtungskorrektur lassen und die Zeit ungefähr 13 Sekunden. Blende 14, damit ich auch den Vordergrund einigermaßen scharf bekomme. Und go! Look at me, I'm fine here without you. I can see that you're doing pretty well too. I guess we're good. Beim letzten Bild, das ich euch eingeblendet habe, habe ich ins Bild gekroppt, da nämlich der Ausschnitt etwas besser aussah als das gesamte Weitwinkelfoto. Das heißt, ich wollte hier im Endeffekt den Himmel und so weiter ausblenden und nur diese Wasserfälle, also diesen Übergang, wo der eine Fluss sozusagen ins andere Flussbecken überschwappt, wo die zwei Flüsse aneinandertreffen, dass ich hier das schön fokussiert habe, hinein in diesen fast urwaldmäßig wirkenden Wald, in dieses Tal, das mir sehr gut gefällt.
Und jetzt werde ich sogar noch das Tele aufspannen und mit dem Tele hier ein Foto machen. Was ihr unbedingt beachten solltet beim Objektivtausch, vor allem wenn es regnet natürlich, dass kein Wasser, kein Staub oder Schmutz auf den Sensor kommt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, wie ich hier bei der Canon EOS R5 ausschalten, dann gibt es einen Verschlussvorhang, der sich als Schutz vor dem Sensor schiebt. Das ist schon einmal die halbe Miete, damit hier nichts passieren kann. Jetzt habe ich euch fast angeschwindelt. Ich habe leider heute ja gar kein Tele mit. Das habe ich vergessen. Was ich mit habe, ist das Samyang 8514. Ich habe dieses Objektiv schon mal vorgestellt. Ich verlinke das hier und werde euch das Objektiv auch in die Videobeschreibung reinsetzen, falls ihr es kaufen wollt. Das Samyang 8514 ist eigentlich für mich ein sehr, sehr gutes Objektiv. Ich verwende es vor allem auch als Porträtobjektiv. Da leistet es wirklich hervorragende Arbeit mit Top-Ergebnissen. Aber auch in der Landschaftsfotografie setze ich das 8514 immer wieder ein. Ich verwende es meist nicht offenblendig, aber ich habe zumindest die Möglichkeit, wenn sich ein Motiv ergibt, das nach einer Offenblende schreit, es auch zu verwenden und den Shot zu machen. Und jetzt werde ich versuchen, damit ich das Wasser noch glatter bekomme, anstatt des 64-fachen ND-Filters, der die Verschlusszeit um das 64-fache verlängert, einen 1000-fachen ND-Filter zu nehmen. Ich werde einfach ein paar Shots jetzt machen. Da oben ist der Übergang vom einen Fluss zum anderen. Das schaut recht interessant aus. Ist eine Gegenlichtaufnahme etwas schwierig, aber schauen wir uns das Ganze mal an. Diesen Übergang, diesen bekommt man gar nicht so mit. Ich werde das dreigliedrig machen, das Bild. Das heißt, man sieht aber eigentlich nur zwei Glieder, damit man eigentlich da vorne einmal den Fluss, dann den Wasserfall und da hinten den Fluss, aber das schaut wie eine Ebene aus. Schauen wir mal, wie es dann wird. Mit dem Polfilter werde ich noch schauen, dass ich einige Reflexionen aus dem Wasser nehmen kann. 30 Sekunden ist sehr, sehr viel. Ich werde dann wieder auf den 64er Filter wechseln. Ich habe jetzt die Kamera etwas tiefer gestellt, damit ich hier diese Steine, diese Felsen im Vordergrund halten kann. In der Mitte diese kleine Insel und hinten das Wasser. Ich möchte eine schöne Weitwinkelaufnahme machen und die Blende schließe ich natürlich. Ich habe einen ND64-Filter oben, damit ich das Wasser etwas glatt zeichnen kann. Oder auch einen Polfilter, damit ich die Reflexionen aus dem Wasser nehmen kann. Und wenn ich hier noch weiter nach oben komme, auch einen Verlaufsfilter, damit ich den ausgefressenen Himmel, diesen bewölkten, bewölkt ist er nicht, eher schon bewölkt, aber eher diesig, hier einigermaßen mit Struktur versehen kann. Man darf nie vergessen, immer die Wasserwaage auszurichten, denn zu Hause dann das Bild zuschneiden ist alles anstrengend. So,
So, jetzt habe ich hier meine nächste Bildkomposition gefunden. Ich möchte hier diesen wunderbaren alten Baum, der schon sicher einige Jahrzehnte auf dem Buckel hat, hier ablichten. Es gibt noch färbiges Moos und eine wirklich tolle Struktur und mitten hinein hier zum Wasser hin. Und der Baum soll aber zwar seitlich, aber soll im Vordergrund sein. Er soll der Mittelpunkt der Bildkomposition sein. Und hier soll etwas geheimnisvoll im Endeffekt das Wasser betrachtet werden. Jetzt habe ich hier die nächste Bildkomposition entdeckt. Hier seht ihr diese kleinen Wasserfälle, wie sie hier hinunterfallen, hinunterfließen in den Fluss. Und hier gibt es überall diese Baumblätter, diese ringelartigen, ich weiß nicht, wie das heißt, bitte schreibt es mir in die Kommentare, diese Baumfrüchte, die sich hier auf den Felsen legen. Es sieht eher herbstlich aus, denn frühlingsmäßig. Wir werden die Blende wieder relativ schließen, damit ich eine längere Belichtungszeit gewährleisten kann. Und wieder habe ich einen ND64-Filter aufgespannt. Und jetzt werden wir den Shot hier machen. Ja, der schaut recht gut aus. Blende 13. Vorn bewegt sich leider das Gras etwas. Das wird dann unscharf. Das sieht vielleicht nicht so gut aus. Bei 10 Sekunden Belichtungszeit wird es natürlich nicht eingefroren. Aber wir werden den Shot trotzdem machen. Top. Fast surreal sieht das da hinten aus, aber irgendwie künstlerisch schön. Ich werde jetzt hier hinüber fotografieren, um diese verschiedenen Schattierungen in der Natur festzuhalten und trotzdem weitwinklig zu sein. Und mit einem Polfilter werde ich im Endeffekt die Reflexionen aus dem Wasser nehmen. Und wieder werde ich Hochformat und Querformat machen. Die Schärfe werde ich in die Mitte legen, hyperfokale Distanz. Und dann werde ich vielleicht einmal ganz tief mit dem Stativ auch noch gehen. Jetzt werde ich hier mein Video von der steinernen Wehr hier in der Südsteiermark an der Sulm beenden und wieder die Heimreise antreten. Ich hoffe, es war das ein oder das andere Foto oder die Bildkomposition dabei, die euch gefallen hat. Ich wünsche euch wie jede Woche gut Licht, passt gut auf euch auf, ciao, baba, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Arrivederci.